Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Aktuell ist es tatsächlich etwas schwierig für mich, gute Runden zusammenzufarmen, denn erstens, ich werde gar kein Imposter mehr seit mehreren Tagen und zweitens ist grundsätzlich das, was ihr jetzt sehen werdet, das, was passiert. Und ihr seht auch in diesem Video den Grund, wieso es immer passiert, dass ich als erstes sterbe. Ich glaube, ich bin eine kleine Impostergefahr. Ein Atemzug verpasst. Perfekt. Geht los. Heat. Darüber bin ich kein Lila mehr. Das ist nicht so optimal mit 17,5 Kill Cooldown. Ist. Oh. Let's go! Einfach 2 Sekunden vorbei. Zack, 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 Junge. Dead. Wow, hat er einen Massenkill gemacht? Lol, was? Eieiei, ich bin ziemlich sicher, dass es Jagger war. Also 100%. Ihr wart doch nein, 99%. Ich war im Spawn ziemlich lange, weil ich da zwei Aufgaben hatte. Also einmal diese Aufgabe, wo die Schildkröte da starten musst, und einmal das andere. Andere weiß ich ja gar nicht mehr. Auch. Wie, das andere weißt du nicht mehr? Mit Raumschiff. Also ich denke, der Torsik zumindest nicht gemacht. Seit wann hat man denn im mehrere Aufgaben? Du hast, ich habe rechts die mit dem Starten, die, wo die abwarten muss dann, und links hatte ich. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die Sache ist so diese Aufgabe. Und Ling geht das hinten auf mich, obwohl ich da einfach zu entschuldigen, aber okay. Dann gehe ich den Langgang, den Gang lang, musste ja. Ich hatte schon gedacht, dass mich nicht mehr töte, weil in dem Spawn geht fast niemand zurück, das heißt, wäre easy Kill gewesen auf mich. Komme ich lang. Jagger kommt an mir vorbei, killt mich aber nicht, das heißt, er hat wahrscheinlich gerade Kill dann, und dann, als ich dann weitergegangen bin, lag da die Leiche. Also das muss eigentlich ziemlich sicher Jagger gewesen sein. Wenn ich nicht Imposter bin, kann ich auch keinen töten. Jagger, was sagst du dazu? Ja, das ist Bullshit. Ich hab das noch nicht mal gesehen. Was ist aus deinen Augen passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaub dir das aber nicht, Jagger. Ja, muss ja nicht. Ich kann ja nur das sagen, was ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Acheron reportet hat. Mit so einem leichten Lachen immer. Ja, ist so. Er hat Victor gedings. Wo warst du denn in der letzten Sekunde, wo reported wurde? Ich war in Mad Bay. Wahrscheinlich, oder? Du warst in Mad Bay, Jagger? Gegen Matt und ich. Du warst nicht in Mad Bay. Ja, echt. Das ist. Also, das ist. Oh Mann. Der war too obvious. Du musst einfach gerade einen Raum finden, der. Ah, nee, Fuel Engine! Fuel Engine war das links, stimmt. Er kommt noch damit. Schon längst beim nächsten Thema. Ihm fällt die Aufgabe noch ein, geil. Ja, ich muss, dass ich 10 Jahre lang überlegt habe. Ich dachte, du guckst noch auf die Map, um zu gucken, welche Aufgabe da ist. Gibt's eine Map von Mira mit den Maps? Egal. Jagger ist mal raus. Eine Map mit den Maps. Bye bye, Jagger. Wenn ich ja Karon. Ah ja, perfekt. Wie viele Imposter haben wir? Zwei. Zwei. 34. Jetzt noch ein. Fortnite Season 10. Ich habe leider nicht gesehen, ob außen, außerhalb meines Sichtfeldes, die Türe aufgeht. Aber wenn ja, dann ist Torsik gewendet. Aber leider kann ich das halt nicht belegen und ich möchte jetzt keinen einfach random rauswarten. Oh, zwei Tote? Ne, einer rausgefunden. Ne, einer. King ja. Lag in. Boah, das ist da, wo man diesen Doorlock und so hat. Oh, da, ja. Okay. Hast du irgendwen gesehen da in der Nähe noch? Na, ich bin mit Acheron runtergelaufen und Acheron ist halt. Ja, genau, müsste das dann sein. Ich bin mit Acheron runtergelaufen und, ja. Dann lag der halt rechts im Raum drin. Torsik, welche Aufgaben hast du diese Runde gemacht? Ich war einmal in Admin, hab den Pin eingegeben
mit der Karte dann. Dann war ich direkt daneben ist Shields gewesen und dann bin ich von Shields hoch zu O2 und habe da die Blätter weggeschmissen. Und was hast du auf dem Balkon gemacht? Ich habe die Meteoriten abgeschossen. Okay, ich weiß nämlich das nicht, klingt ob... klingt plausibel. Ja. Ich wusste nicht, ob die Türen außerhalb vom Sichtbereich aufgehen oder nicht. Nee, das habe ich tatsächlich. Wo die an Communications gesehen, vorbeigelaufen sind, wo wart ihr vorher? Waren oben in Admin. Habt ihr Vonix gesehen? Ja. Der kam du hast mich doch auch die Meteoriten abschießen sehen. Wo kam denn die Vonix her? Von unten. Also ich bin ja aus Admin gerade raus, bin runter. Wie? Nee, er kam also im Y, er kam praktisch gerade in Admin rein, dass ich raus bin. True. Also, und ja, vorher habe ich die Meteoriten abgeschossen, da hat Maurice ja auch noch gedoublecheckt auf mich. Ich habe ja so links-rechts gewatschelt. Dann hat Rüpli auch gesehen, dass ich die Meteoriten abschieße. Also Akron ist halt für mich safe, weil der kann das nicht gewesen sein. Und... für mich ist Matthias so auch ziemlich safe, ja. Was meinst du, Rüblich? Er sagt gerade, dass ich ihn gesehen habe, die Meteoriten abschießen, aber das ist ja links und ich war rechts bei den Ballons. Ich weiß, du warst ja erst bei den Ballons, aber ich meine, du bist die linke Tür nach oben gegangen, oder? Ich war das. Also, okay. Ja, irgendwer hatte auf jeden Fall geguckt, ob ich die abschieße. Wo bist du denn hingegangen nach Cafeteria? Ich war oben in Reaktor drin. Also hätte es Rüblich sein können. Oben. Wen hast du denn auf dem Weg gesehen? Wen hast du denn gesehen? Ich bin da nicht relativ früh da hoch. Ich bin früher üblich. Aber der Kill ist auch schon ziemlich lange her, glaube ich. Weil ja, wir skippen, weil ich denke, wir haben nur noch einen Poster übrig. Ja. Ich wäre jetzt schon Glücksspiel gewesen. Ich hätte es gewotet. Wir müssen besser im Voten werden. Ja, eigentlich einfach mal ein bisschen mehr durchziehen. Da wir einen eh schon raus haben, hätten wir es machen können. Ja, aber einfach ruhig und gesittet gewinnen. Dann ist ja einfach ein direkt eine Pistole am Kopf. Ich verstehe nicht, wieso ich für Maurice jedes Mal sus bin, obwohl er mich decken kann. What the hell? Einfach gar keinen Sinn. Jede Runde. Immer Evo sus. Er sieht mich Aufgaben machen. Balken geht hoch. Evo sus. Gucken, ob Rüble jetzt wieder zum Reaktor rennt. Okay, da sind schon Leute drin. Die Kerzenständer, geil. Bitte kleine Aufgabe. 2, 4, 5, 10. Halloween-Deko ist auf jeden Fall nice. Akaron vertraut mir nicht. Er vertraut mir nicht. Ich hab noch eine Aufgabe. Akzeptiere Power. Und jetzt? Rüpli kam aus dem Wind. Okay, weil ich jetzt echt gerne einen rausboten würde. Ich weiß nicht, ob einer tot ist. Okay, nee, keiner gestorben. Rüpli? Wir waren ziemlich gestackt. Du bist ein bisschen sus. Warum kamst du, während die Lichter aus waren, aus der linken Ecke, wo es Vent war, an den Lichtern, genau in der Sekunde, als sie anging? Ich bin da gerade kurz rübergelaufen, checken, ob da jemand ist. Im Vent? Ist da ein Vent? Hast du kurz reingeguckt? Ja, ja, da ist ein Vent. Vent. Aber ich habe den rüblich nicht. Ja, okay, doch nicht. Er könnte auch woanders hingewendet sein. Also da müsste der doch aber. Sein. Der könnte aber warum auch wendet man, wenn man Dings ist, wenn man keinen Kill macht? Wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass die Lichter noch aus sind und man das nicht sieht, aber die gingen genau dann an. Okay. Wo warst du denn vorher? Jemand wendet. Ich war in der Cafeteria unten. Hat das jemand gesehen? Rüblich doppelt Hass. Wir können ihn wählen von mir aus. Ich bin für Rüblich. Wir sind fast an mit Task. Weil wir haben auch der einzigste, der Richtung Communications von Dank gelaufen ist. Es ist halt für mich eine echt komische Ecke zum Checken.
Also für mich einfach voten und easy. Wenn's jetzt... Evo. Das wäre witzig, aber ich glaube, das war's jetzt. Und Rübis ist auch wieder so ruhig. Victory. Um sich schon. Detective Evo? Detective Evo! Ganz schön auf. Rübli, du hättest Akkaron töten sollen, das war der Plan. Am Akkaron war die ganze Zeit am Spawn gewesen. Und noch mehr dahin? Nein, nur noch Akkaron. Ich dachte mir so, wir liefen noch beide. Wir waren beide die Letzten. Ich kill ihn und du rennst einfach weg. Ich dachte mir so, fuck! Aber du kamst ja aus dem Wend, ne? Du hast da nicht in der Ecke gewartet. Ja, er war. Ist noch jemand gekommen, ich wollte ihn echt kurz killen und wieder reinspringen. Das war so ein scheiß Timing, dass genau dann das Licht ausging. Ich denk so, warte mal! True. Vivi geht einfach kurz rüber und startet. Ey, wo immer ist das? Detective. Alter. Ich wusste es. Lol. Das waren so zwei auch direkt. Ja, Alter, zwei Leute. Also, ich kann euch wenigstens Maurice decken. Der stand nämlich ganz weit weg mit mir am Rand. Ja. Und es war ein Double Kill. Also bin ich es auch definitiv nicht. Rüblich, wo standest du gerade? Rüblich stand mittendrin. Ja, ich stand auch mit rechts. Es muss Rüblich sein und Gummi, glaube ich. Gummi habe ich gesehen. Wie seid ihr? Ich war ganz hinten. Ihr habt mich beide bewegt. Ey, ihr seid einfach so dreckige Schweine, ne? So richtiges Blutbad. Du bist so klar, Alter. Ja, ich stand auch etwas weiter links. Denn. Hauptsache alle machen da ihren Tag. Das war so klar einfach. Ich stand auch einfach also aus. Ich hab schon auf den Report-Button, ich hab schon Maus auf Report-Button gehabt. Und warte nur. Ich hab gesehen, der leuchtet auf und ich wusste, okay, ich kann Maurice stecken. Einfach auf Reporten sein und dann gibt's einen Double-Kill. Ja, aber Rüppli, du bist tatsächlich als letzter in den... Rüppli, du bist tatsächlich als letzter in den Stack reingelaufen. Ich will Rüppli als erstes. Also du hast... Da läuft man dann rein, wenn man einen Kill machen will. Und Rüblich ist genau reingelaufen und dann passiert ein Kill. Und ich glaube, ja gut, das macht jetzt keinen Sinn. Er kann auch die Aufgabe gemacht haben, aber ist egal. Aber warum stellen sich alle da rein? Wieso votest du denn... okay, es war Rüblich, weil er votet Maurice und Maurice kann ich ganz hart clearen. Wer stand noch drin? Wie stand drin und Gummi stand auch drin, richtig? Gummi stand auf jeden Fall drin, ja. Nein, ich stand da gar nicht. Ja, das sagen immer Imposter. Wo ist das denn? Muss ich jetzt nach vorne anfangen? Oh mein Gott, ist das dumm. Als ob die auch alle da unten die Aufgabe haben. Season 20 Fortnite. Back to Atari Gameplay. Ich hab gar keinen Bock ins Labor zu gehen. Oh ja, da machen wir die Lichter, wa? Komm, wo ist der Report? Okay. Welches asoziale Schwein, Alter? Kickmat, ich hab grad Kickmat. Alter. Okay. Ich stehe in den Vitals. Ich weiß nicht, ob. Nein. Also, Alter. Warum lachst du so? Ja, weil das so dumm ist. Ich hab in die Vitals reingeguckt. Hab dann auch in den Vitals gesehen, in den Logs, dass jemand gestorben ist. Sag mal, und ich wollte zu Emergency Button rennen. Und dann liegt Kickmat einfach vor mir tot. Selfie-Bot. Ich krieg's nicht zusammen, wie das geht. Selfie-Pod. Irgendwer muss zu zweit da durchgelaufen sein und den einfach da eiskalt. Wer ist so frech? Jetzt mal ohne Witz. Also, wo lag die Leiche? In Office, das heißt das Office hier auch, ja, ne? Ja, Office. In Office, in der rechten Seite des Office. Ich stehe an dem Bildschirm, der gelb markiert ist. Und die Leiche liegt genau zur Tür Richtung Flur. Weil okay. Eben wurde noch gesagt, dass Gumbi und wir im Stack standen. Wo wart ihr zwei denn unterwegs? Ladies first. Ich bin gerade über Laboratory gegangen und dann unten durch den Spezies Room und dann nach Admin. Und dann war ich gerade auf dem Weg nach oben
Ne, gar nicht mehr. Ich war nach Southwest und dann nach oben. Weil ich die Anfangsaufgabe noch gar nicht gemacht habe, weil ja jemand getötet wurde. Ja. Kann irgendwer also irgendwen denn in den Nähe? Das wäre irgendwie Nation. Sinnvoller gerade. Wer hat irgendwen zuletzt gesehen? Weil die Fleiche muss halt frisch sein. Die kann nicht. Ich habe Elwood gesehen. Ich kann immer noch nur Maurice hart proven, weil wir eben zu zweit überhaupt nicht im Stack ganz am Rand standen. Gummi, warst du denn? Ich habe eben gerade die Zahnräder getreten. Ich meine, du hast mich gesehen. Ja, aber das ist auch schon etwas länger her. Das, wie gesagt, der Kill muss genau in der Sekunde, also wirklich gerade sekündlich. Ja, wenn Vivi sagt, sie ist über South gekommen, dann war sie in der Nähe. Ich war in der Nähe, aber ich habe. Und sie hat dich gerade beschuldigt für einen Safe-Report. Ist doch offensichtlich, wenn er sagt, dass es in seinem Raum passiert ist. Warum? Ja, ist aber, schon aber welcher Imposter checkt denn Vitals? Außerdem stand ich im ersten Kill, stand ich außerhalb und habe selber reported. Und das können auch alle, können zumindest Maurice und Evo auf jeden Fall bezeugen. Ja, und welcher Imposter das checkt denn Vitals? Wen habe ich denn umgebracht? Oh ja, habe ich vergessen. Es war ein Stack Double Kill, also ich bin für Vivi. Ich auch. Ja. Find ich okay. Du hättest dich, glaube ich, sonst mehr verteidigt. Wieso auf mich? Halt ob das jetzt schon ein Win ist? Gerade gar nicht in der Nähe. Ist jetzt ein Win ist, dann haben wir ganz am Anfang genau den richtigen getroffen. Und jetzt nochmal. Alter, war das dreist? Sauber! Ey, ich